Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. Ja, hier sind wieder Flufu und Vilendra. Hallo. Ja, Vilendra läuft hier gerade drum. Wir waren ja fleißig am Schätze einsammeln gewesen und da haben wir als Belohnung dieses Haus gekriegt. Sollen wir mal angucken hier. Ich habe mich noch gar nicht umgeguckt. Ja, hat eine schöne Größe. Hat eine schöne Größe. Das ist eine Menge. Ja, das stimmt. Boah. Der hat wirklich. Jede Menge müssen wir langsam mal irgendwann mal, was bauen, ne? Kann man die Tische kann man bestimmt nicht wegbewegen. Doch, kann man. Kann man? Wo willst du denn hin haben? Ja, gute Frage. Wir sollen mal kurz gucken, wie wir das Ganze hier einrichten. Was geht's hier noch irgendwie raus oder so? Nee. Oder doch? Ha! Oh cool! Ist doch ein schöner Garten. Muss man den Tisch wieder abstellen, so. Was denn? Ein schwimmender Kerzenständer. Hast du einen Kerzenständer gegriffen? Achso, der schwebte eben da, oder? Der stand ja vorher auf dem Tisch. Den Tisch habe ich weggeräumt, also den Kerzenständer. Okay. Wo bist du denn rausgegangen? Hier ist auch so eine kleine Tür am anderen Ende des Hauses. Achso, ich muss ja erst noch ein Wohnidel da raus. Ja, genau. Ah, da ist ja. Schöner kleiner Garten. Schöne Terrasse. Und da eigentlich. Ach, geht nur von der Seite. Na, das ist ja ein netter Blick. Das ist ein schönes Haus. Schöne ruhige Lage. Das ist eine schöne Haus. Eine schöne Haus. Hier ist eine schöne Haus. Früher, wenn ich nur angeln könnte. Nee, möchte, kannst du nicht. Nee. Ah, ist besser wie ein Elsewhere, wo man, wenn man da runterfällt, tot ist. Ja. Wie man das hier einrichtet, ne? Mhm. Was haben wir denn alles? Achso, vielleicht sollte ich auch mal wieder in den Modus gehen. So. Ich weiter an. Blöd ist natürlich dadurch, dass ich wahrscheinlich ja schon in Elsweier in dem Haus einiges hingestellt habe. Ach, ein Hausgast. Tafeln und ist Champions, ja, die sind ja für Elsweyr. Die Spieluhr, die muss ich mal angucken. Das war dieses dumme Geschenk für diese blöde Quest mit den Musikinstrumenten. Wo bist du? Ne, ich komme jetzt gerade wieder rein. Ich muss die hier mal hinstellen, die Spieluhr. Ich gehe am besten in die Ego-Perspektive dazu. Ah, ist einfacher. So, die Spieluhr. Also, okay. Inaktiv. Ich würde gerne auf den Tisch stellen. Den habe ich doch weggeräumt. Nee, auf der anderen Seite. Den hast du weggeräumt. Weil du mit dem Rücken zu mir stehst. Ach so. Ist ein bisschen irritierend. So, wenn ich jetzt rausgehe, kann ich die aktivieren. Und ich habe sie einfach mal deaktiviert. Und dafür habe ich mich jetzt so viele Folgen. Dazu sage ich nichts.
gehe in die Ecke und schäme mich so. Ich komme dazu. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. So, ich müsste mir jetzt erstmal irgendwo, wo baue ich denn meinen Händler hin? Am besten nach oben, ne? Weil so Händler. Dass ich ganz oben mein Handwerkskram hinmache. Da kann man das hier alles irgendwo in diese Tische deplatzieren. Die sollen weg. Wo sollen die denn hin? Ob wir die hier hinten erstmal irgendwo hinstapeln können. Ich die hier oben drauf stellen. Mal hier gesagt im Keller oder so, aber. Ja, den habe ich nicht gefunden. Wie konnte man das drehen? Achso, mit 1 und 2, ne? Ja. Hier mal meine Händler. Aber willst du vielleicht mal die Rechte durchändern, dass man mal sieht, wo jetzt der Unterschied ist, was ich machen kann und was nicht? Achso, dekorieren heißt, du kannst alles umstellen, du kannst hier was machen und besuchen kannst du nur gucken. Ich kann dir aber nichts reinstellen, also. Weiß nicht, ob du hast deinen. Nee, das kann ich nicht. Achso, okay. Ich kann wirklich nur umstellen. Ah, okay. Ja. Also kann ich praktisch den Krempel irgendwo hinpacken? Genau, und ich packe es irgendwo hin. Woanders hin! Du bist nicht wiederfindet. Genau. Versteck es dann. So. Cool. Ich finde die so, die könnte man unten hinstellen, die Händlerin. Ne? Ist da unten so ein bisschen belebt. Wo denn eigentlich der Antiquar? Der hier sein sollte, der Hausgast. Ja, warte, den muss ich nochmal platzieren. Wie, den muss man platzieren? Naja, der ist auch im Hausgäste. So, dann stehen die beiden da jetzt. Kann man mit denen irgendwas machen? Du kannst Laufwege festlegen. Ah. Du kannst sie laufen lassen. Fürchte, und mit dem Antiquar kannst du auch reden. Ich habe an Papier und Tinte aufgebraucht. Und an Federspitzen. Und an Siegelwachs. Bringt doch bitte etwas davon mit, wenn ihr das nächste Mal vorbeikommt. Eine Geschichtsgelehrte ohne ihr Handwerkszeug ist nichts wert. Tinte, Federspitzen und Siegelwachs. Okay. Hat sie es nur so gesagt oder muss man es wirklich mitbringen? Keine Ahnung. Kann ich euch behilflich sein? Ja, wir mal verkaufen. So. Hatte ich da nicht irgendwie ein Bild eben gehabt? Ach, Bilderrahmen aus Zinn. Hätte ich den irgendwie. Nee. Fünf. Lager, Tafeln, Wohnzimmer. Drei Tiere, Galerie, Friedlicher. Ja, es ist tatsächlich dadurch, dass ich den ganzen Kram im anderen Haus habe. Kann ich den hier nicht mehr platzieren. Das ist ja auch doof. Ich dachte, ich könnte hier auch noch mal eine Werkstatt hinbauen. Ich muss es woanders herholen, ne? Naja. Ich muss es einsammeln erstmal. Ach Quatsch. Falsche Taste. So. Hier.
Meine Truhen, die kann ich hier schon mal platzieren. Bist denn du? Ich bin ganz oben. Eine Truhe, wo ich die hinpacke. Das sind die Truhen, die du kaufen kannst für Kronen. Ja, ich weiß. Also das ist schön, die kannst du echt in jedem Haus platzieren. Ja, weil das ja weiterhin immer die gleiche bleibt. Also. Ja, genau. Dass du nur auch drauf zugreifen kannst. So. Ja, ich glaube, die kann noch ein Stück nach hinten. Wegen Symmetrie und so. Mhm. Ich dachte, dass man zumindest auch die Werkstätten, dass man die... So, jetzt bin ich wieder draußen. Ich habe unidyllischer Eingang gedrückt. Oh. Und bist jetzt in deinem... Nee. Ich habe auch gar keinen hier, das noch nicht. Achso, dann holst du doch schnell, dann gehen wir bei dir rüber. Vielleicht hast du schon mehr, noch mehr Einrichtungsmaterial, dann gucken wir mal bei dir. Muss im Kronenshop? Genau, was war das? Mit Belohnung, ich muss auch mal kurz gucken. Also, ja, draußen. Belohnungspaket. Ja, genau. Wie hieß das? Genau, Belohnungspaket Himmelsrands vergessene Schätze. Ja, ich doch schon jetzt. Ja. Nee, ich glaube, da werde ich dann irgendwann mal die Sachen aus Elsweyer holen und hier reinpacken. Ich finde das Haus schöner. Jetzt das in Elsweyer. Ja, Elsweyer finde ich so ein bisschen undurchsichtig. Ja, durch diese Portale, die da im Haus sind, das ist nicht so meins. So, jetzt muss ich aber erstmal hier rausgehen. Da hängen wir auf den Vorhof. Können wir auch nochmal gehen. Da können wir auch nochmal zeigen hier. Ja, vor allem, wie machen wir das jetzt? Ja, ich kann doch zu dir reisen dann, glaube ich, oder? Ich denke mal, es wird sein, wer als erstes durch die Tür geht. Den seinen... Ja, muss ja auch noch hier Rechte dann freischalten. Dass Na, hast du dich in einem Stapel vom Papier versteckt? Mhm, genau. Das ist ja auch so eine schöne Grillecke hier. Ja, schicke ich hau ich. Mal gucken, was ich dann so mit habe. Mhm. Ich verstehe, ich habe nämlich auch nicht viel. Hast du auch alles platziert? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wie kann man die Bäume auch umplatzieren? Scheinbar. Okay. Ja, nicht schlecht. Laternen auch. Ja, es gibt ja welche, die spielen wirklich nur das. Ja. Yeah. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da so ein bisschen drin verlieren kann.
Also ich nicht, aber zumindest noch nicht. Hatte ich bei Ark ja auch mal gesagt. Ja, ja. Baumeister. Oh, die Ladebildschirme sind ja heute gruselig. Endlich. So. Jetzt muss ich, wie lade ich? Muss auch in den Wohneditor gehen? Wie komme ich denn da rein? F5. Muss ich doch im Haus sein? Nee. Oder? Achso, das ist ja, da stehst du vor dem Haus, ne? Ja. Ja, dann musst du da rein. Gerade rausgegangen. Nee, du musst natürlich im Haus sein. Damit du die Wohnen, die Rechte freischalten kannst. Ja, aber in welchem Haus sind wir dann? In deinem oder meinem? Und jetzt bist du in deinem. Müsstest du sein. Ich sehe es ja gleich, wenn du hier spawnen solltest. Oh. Ja, genau, jetzt sind wir bei dir. So. Besucher und Verwandte übernehmen. Ja, hast du doch noch nie was eingerichtet, ne? Ja, dann kannst du mit App ausgehen. So, jetzt gehst du mit F5 in den Wohneditor rein. Ja, Übersicht, ne? Genau, eher Übersicht. Und dann hast du oben dieses Zahnrad-Symbol Einstellungen. Besucher. So, dann kannst du unten Besucher hinzufügen sagen. Wie heißt denn du? Fufu. Brauchst du anfangen zu tippen, dann müsste er eigentlich schon dich finden. Add Fufu, genau. Weil dann kann jeder von meinen Charakteren rein. Ich habe die Dekorations... Was ist Besucher? Da kannst du nur gucken. Achso. Eingeschränkter Besucher? Achso, als Besucher kannst du noch sowas wie Spieluhren und sowas bedienen. Als eingeschränkter Besucher kannst du gar nichts. Also Dekorateur. Ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Will ich jetzt zum Spieler reisen? Hauptwohnsitz besuchen? Dann mach ich einfach mal. Was denn? Ja, mein Hauptwohnsitz ist zurzeit noch. Ach ja. Stimmt. Hätte ich vielleicht das mal festlegen sollen? Ja. So schnell war ich nicht. Okay, ich gehe da mal wieder. Wadenfell? Ich bin immer noch im Gasthaus von Vivek. Heiligen. Berlin? Ja, genau, hier sind wir gerade. Das ist mein Hauptwohnsitz. Okay. Kannst du aber. Ist das als Hauptwohnsitz festgelegt? Ach, schon lange nicht mehr hier gewesen. Besucherzugang. Irgendwo könnte man als Hauptwohnsitz so warnen. Ja, da steht es auch Hauptwohnsitz festlegen. Aber das kann ich nicht. Nee. Ich muss mal ganz kurz. Beim Haus nochmal, der kriegt das besser. Es ist auch blöd, dass man das nicht auswählen kann. Nicht was blöd. Mal gucken, wo das war. Ach, hier eigentlich unter Elsfeuer mal gehen können, hätte ich mal Plünden mal eingepackt. So, F5. Ja, Übersicht. Allgemein, Hauptwohnsitz festlegen. Du müsstest eigentlich jetzt, ja, wenn du es da festgelegt hast. Ich reise doch mal kurz nach Elsweyer. Achso, da.
Mal gucken, dass ich jetzt das richtige erwische, des Mond-Champions, genau. Weil dann kann ich da nämlich nochmal gucken. Und ich packe mir dann noch ein paar Klamotten ein, die ich da drüben haben möchte. Kannst ja mal in dein, was du alles zur Auswahl hast. So, jetzt kann ich ja hier nochmal kurz gucken. F5, Übersicht. Ja, genau, wenn es nicht anklicken kannst, dann ist es festgelegt. So. Das würde ich gerne verbinden, bearbeiten. Eingang. Richten. Ah, entstecken. Da liegen da. Oh, nehmen wir mit. Ach. Nee. Das ist ein Bremer Schrott. Ja, du kannst da bleiben. Das Bett nehmen wir mit. Teppich, die Kisten können auch hier bleiben. Man kann eine Menge im Kronenshop kaufen. Ja. Mal gucken, wo bringen wir das hier hin? Ein königliches Saunabecken für zwei Personen. Okay. Achso. Hier müsste ich, glaube ich, hin. Mondgrab-Tempelstadt. Das kann da bleiben. Nee, das lasse ich da, weil das passt da so geil hin, dieses Fragment. Manche sind so, ne? Manche Sachen. Ja. Nee, ich glaube, die Dinger lassen. Ja, die kann ich hier mitnehmen. Aber die haben mich jetzt zu viel Nerven gekostet, als dass ich die jetzt wegnehme, um die hinten mittig zu platzieren. Nicht weiter. Ach, die ist meine Dingenspuppe, die muss ich auch noch mitnehmen. Meine Trainingspuppe. Die hatte ich, glaube ich, hier. Ah, da ist sie. Pilze nehme ich noch mit. Und das Skelett nicht. Ne, die können auch stehen an die Pilze. Auf der Seite eigentlich schon irgendwas reingestellt. Des Löwen. Oh ja. Meine Pferdchens. Und die können da stehen bleiben. Der kann auch drin bleiben.
Okay, so. Dann gucke ich mal, ob das jetzt hinhaut. Im Hauptwohnsitz. Ja, auf jeden Fall reise ich schon mal zum richtigen Haus. Ja, da ist sie. Hallo. Hallo. Das ist meins. Völlig kahl. Oh, meins er auch noch. Jo. Hast du dreckige Schuhe? Bestimmt. Ja, du wirbelst Dreck auf. Oder hast du hier einfach nur nicht gefegt, dass es der Staub ist, in die Hochwirbel? Schnauze. Hast aber auch noch nicht viel zum Platzieren, oder? Ja, wenn, müsste ich mir alles kaufen, ey. Also. Ja, dann gehe ich nochmal rüber in mein Haus. Kriege ich das auch zu meinem. Ne. In der Gruppe verlassen sagen. Das ist wahrscheinlich verlassen für. Ein verlassen. Mal gucken, wenn ich wieder umdrehe, wieder reingehe. Ob ich denn da wieder. In meinem Haus bin. Überlege, wo ich das Schlafzimmer hinpacke. Mir eben überlegt, dass ich mein Schlafzimmer wahrscheinlich hier hinten hinpacke. Ja, ich bin in meinem Heim. Ja, was wollen wir jetzt machen? Soll ich jetzt wieder zu dir kommen oder? Ja, kannst ja machen. Also so einen richtigen Bereich für Schlafzimmer gibt es eigentlich nicht, ne? Nee, deshalb habe ich gedacht, der da unten zeigt sich jetzt gleich. Wenn ich wieder bei dir bin. Ja. Also das ist mir fürs Handwerk zu eng. Handwerk habe ich mir überlegt, baue ich in die Etage da drunter und da oben wird Lagerraum. Welche war es denn? Dienste? Aber das soll ja auch nicht das Gleiche sein. Ja, richtig, genau, wir wollen ja nicht. Werden eigentlich Gegenstände, die ich gebaut habe, gebunden? Ich weiß es nicht. Ich jetzt wieder zu dir reisen, denke ich mal. Kannst du ja Rechtsklick machen und dann zum Hauptwohnsitz reisen. Hm. Hallo? Aber was ist, wenn ich jetzt verbinden sage? Kann ich dir nicht sagen. Im Verbinden-Modus und angeordnet mit euren. Achso, okay. Du kannst damit sozusagen Möbel gruppieren. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Tisch hast, mit denen, wo du Teller und sowas drauf hast, dann kannst du das gruppieren, damit das zusammen verschoben wird. Ah, okay. Kannst du eigentlich an den Dingern, kannst du die benutzen? Ja. Ah, das ist cool. Ich will nämlich jetzt mal was probieren. Ich habe ja massenhaft Vorlagen.
Was passiert, wenn ich zum Beispiel... Ja, die kannst du ja nicht einsetzen, ne? Wenn ich sie dir gebe, ob stimmt, die gebunden sind, stimmt, das stimmt, will ich jetzt wissen. Genau. Kann ich dann alles bauen? Eine Menge. Ich mache jetzt einfach mal einen gewöhnlichen Korb. Mhm. Gucken, ob ich dir den geben kann. So. Bist du? Da bist du. Und? Wer macht jetzt? Mach du. Achso. F. Wo ist denn aus dem Baumodus raus? F nehmen. Yep. Korb. Angebot unterbreitet. Ja, sieht so aus. Siehst du, dann kann ich auch Sachen herstellen. Für dich. Von ja, hier. Aber ich kann sie, glaube ich, nicht. Was? Kann verkaufen. So? Ich kann den Chat einfügen, als Trödel markieren, zerstören. Versuchen doch mal zu platzieren. Was ist das jetzt? Das ist ein Korb. Einrichtung. Geh mal in deinen Baumodus rein und gucke, ob du den jetzt platzieren kannst. Unter was könnte der denn sein? Wohnzimmer? Nicht Wintergarten, da wird er wahrscheinlich auch nicht bei sein. Werkstatt auch nicht, Schlafzimmer, das ist das Bett, Reittiere wird auch nicht bei sein, Küche. Ah, gewöhnlicher Korb geschlossen, welchen ich vorhatte. Der ist ja in deinem Inventar drin. Ah. Die Sachen aus deinem Inventar werden ja auch automatisch, wenn du einen Einrichtungsgegenstand in deinem Inventar hast, kannst du den ja platzieren. Stimmt. Den hast du ja in deinem Inventar, also kann ich Sachen für dich bauen. So, da steht er. Cool. Boah. Dann können wir ja mal gucken, was möchtest du denn haben? Ich muss aber mal gucken, was ich selber brauche. Nee, deshalb können wir ja mal vergleichen, was ich kann und was du kannst. Genau, ich gehe ja. Das ist der Schneidertisch. Nee, ich gehe mal in die Werkbank. Schreiner. Ja, ich sollte vielleicht aus dem Baumodus rausgehen. So, Blaupausen. Vorplatz Esszimmer. Scheiße. Da hat man Massen. Du musst natürlich auch die dazugehörigen Sachen. Ja, natürlich. Das Schlimme ist, ich habe von dem... Bibliothek, Wohnzimmer. Also ich kann Kajitis schon Beitisch basteln. Ich kann rot-wadonische Couch basteln mit Nieten. Mhm. Im Wohnzimmer. Hey, für Konstruktionen. Schlafzimmer, Werkstatt. Oh, Schlafzimmer kann eher viel. Beistelltische. Kann ein hochelfisches Einzelbett bauen. Oder ein nordisches Bett, einzeln. Ein Bett habe ich schon. 5. Ja. Werkstatt. Ja, also in der Werkstatt hat man natürlich solche Kisten immerhin, ja. Zack. Ja, ich gucke einfach mal, wo ich pennen möchte. Das ist schade, dass man diese Tische hier nicht einfach zerstören kann oder sowas und daraus wieder Holz kriegt. Ja. Ja, wie gesagt, ich dachte hier, den oberen Bereich, wo wir hier sind, den werde ich als Lager nutzen. So für Sachen, die ich jetzt nicht brauche. Ja, auch oder deine so. Kisten, wie ich es hier gemacht genau, habe. Genau, ne? Und hier unten den Bereich, den werde ich für die Handwerker. Ach so, ja. Das alles benutzen in meinem Häuschen. Ja, ich dachte auch hier. Schlafen entweder hier drunter. Aha. Oder in das kleine Ding hier. Boah. Ja, ich dachte nach oben, weil, ne, wenn jemand reinkommt, dann will ich auch nicht, dass der selbst Schlafzimmer da sieht.
Ja, habe ich ja auch erst gedacht, aber das da oben bietet sich so als Handwerkerbereich so an. Ja, die hätte ich. Nee, da kann man ja bestimmt noch irgendwelche Vorhänge oder was weiß ich vormachen. In die kleine Ecke, hier wo ich mal in eine Küche reinbaue. Zum Beispiel. Habe ich denn irgendwas für Küche schon? Küche, ja, habe ich. In der Mitte muss eine Feuerstelle. Wir sind ja in einem nordischen Haus. Ja. Und in der Mitte eine Feuerstelle. Bitte. Küche. Was ich schade finde, dass ich so manche Sachen nicht einfach, wenn sie etwas höher vom Schrank, dass sie auf den Schrank sozusagen drauf fällt. Nee, tut sie eben nicht. So. Das ist das Problem. Dass sich das an dem Möbelstück selber ein bisschen ausrichtet. Ich habe die Einrichtungsgegenstände teilweise, die man gefunden hat oder was immer, weggehauen. Ich auch. Getreide in der Ecke gestellt. Oh. Ja, liebe Freunde, ich würde einfach sagen, wenn ihr Ideen habt, was wir alles reinbauen können, schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Ansonsten werden wir uns jetzt hier noch ein wenig austoben und in der nächsten Folge werden wir vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, was wir hier gemacht haben. Also, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein bei Elder Scrolls Online. Wir sagen Tschüss! Ja, welchen Bereich willst du denn jetzt eigentlich?